Dieser kleine Film geht über die vierte Dimension. Wir können uns noch erinnern, dass wir in den ersten drei Dimensionen gelernt haben, dass ein ganz einfaches Schema dahinter liegt. Ein Punkt wird so oft kopiert, bis es eine Linie ist. Die Linie wird so oft kopiert und nebeneinander gelegt, bis es eine Fläche ist. Die Fläche wird so oft kopiert und übereinander gelegt, bis es ein räumliches Gebilde ist. Und die vierte Dimension ist die Zeit. Sie müssen sich das vielleicht so vorstellen, wenn jetzt, wir kennen ja von Zeitlupenaufnahmen oder von Einzelbildschaltungen, ich könnte von einem Raum ein Bild machen und dann bewegt sich jemand in den Raum oder auch nicht und ich mache noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild. Und immer ist eine Veränderung zum vorhergehenden Bild da. Und wenn es nur winzige Moleküle sind, die ein bisschen anders angeordnet sind oder es geht eine Person wirklich durch den Raum. Und diese einzelnen Aufnahmen, wenn ich jetzt aneinander reihe, dann habe ich die Zeitachse. Dann werden praktisch diese drei Dimensionen auch wieder kopiert. Ich habe die drei Dimensionen, die sind ja im Prinzip starr. Es gibt die Geschichte vom Raum im flachen Strichlern, ist ja nicht ganz exakt, weil in den ersten, zweiten und dritten Dimensionen gibt es noch keine Zeitachse. Die können sich eigentlich gar nicht bewegen, die Punkte, sondern es ist ein statisches, festes Muster, das wirkt. Und erst in der vierten Dimension, wenn die Zeit dazukommt, können wir aus unserer Sichtweise, aus unserer Wahrnehmung sagen, das verändert sich jetzt und wir erleben das dann, dass die Zeit vergeht und wir sehen, wie sich was bewegt. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass jedes einzelne Bild eingefroren in der dritten Dimension ist. Und wir leben in der dritten Dimension und nehmen aber die vierte Dimension, die Zeit, nicht so richtig wahr, weil ja wir mit dieser Zeitachse mitgehen. Und wir sehen dann alle Veränderungen als Bewegung und meinen, es ist Leben. Und es ist auch wirklich so, dass hier Leben ist. Und in der vierten Dimension sind auch unsere Gefühle, unsere ganzen Emotionen beheimatet. Wir können in der vierten Dimension auch reisen. Und zwar mit unserem Emotionalkörper und mit unserem Mentalkörper. Also wenn wir uns vorstellen, wie es vor 5 Jahren in Urlaub war, dann machen wir mit unserem Mentalkörper, mit unserer Vorstellung, eine Reise 5 Jahre zurück. Und wenn wir dann ein bisschen warten und uns das länger vorstellen, dann folgt auch unser Emotionalkörper, weil der ein bisschen träger ist. Und dann stellen sich vielleicht auch diese Urlaubsgefühle wieder ein, dass wir uns plötzlich freudig fühlen oder traurig fühlen oder wie auch immer. Und auch Heilung wird auf dieser Zeitachse gemacht. Wenn jemand ein traumatisches Erlebnis hat, bei vielen ist es oft die Geburt oder ein Unfall oder irgendetwas, dann kann ein Heiler auf dieser Zeitachse zurückgehen und schauen, wo ist die Ursache. Und nur in der Ursache kann Heilung stattfinden. Viele Heiler machen das nicht bewusst und viele Therapien arbeiten mit dieser Zeitachse auch, aber auch nicht so, dass sie die in den Vordergrund stellen und sich darüber bewusst sind, dass sie damit arbeiten. Aber immer wenn eine Therapie wirklich heilt, dann muss sie bis zu dem Ursprung der Störung zurückgehen, denn sonst kann keine Heilung stattfinden. Und wir werden auch begleitet von Engeln und anderen Wesen, zum Beispiel Verstorbenen, die gerne an unserer Seite sind. Auch die sind in dieser vierten Dimension. Und wenn wir uns irgendwo hinsetzen und ganz ruhig sind und an jemanden denken, dann spüren wir oft, ah, der ist da. Ich nehme ihn ganz deutlich wahr, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, so spüre ich trotzdem die Emotion, die in dieser vierten Dimension vorhanden ist. Mit Engeln, die uns begleiten, ist es so, die leben ja in viel höheren Dimensionen. Und wenn die mit uns arbeiten, dann machen die das oft lieber über den Mentalkörper. Sie geben uns Gedanken und Bilder ein, die sich dann bei uns schön langsam verdichten zu irgendwelchen korrespondierenden Gefühlen, die uns Freude machen. Aber es gibt auch dunklere Energien und Wesen, die uns genau zum Gegenteil verleiten wollen. Auch sie kommen daher. Wenn jetzt zum Beispiel ein Alkoholiker stirbt,
dann bleibt er in seiner Sucht mit seinem emotionalen Körper ja erhalten. Und er will trinken, hat aber keinen grobstofflichen Körper mehr, dass er trinken kann. Und dann kommt er und dockt sich an einen Menschen an, der auch die Affinität hat, Alkohol zu trinken. Und er überträgt ihm dann ständig die Gedanken und die Gefühle, Mensch, trink noch ein Bier, trink noch einen Schnaps oder geh in das Wirtshaus oder geh auf die Party oder welche Geburtstagsfeier nehmen wir, gehen wir lieber zum Ludwig hin, weil da wird gescheit gesoffen, wenn Richard, da gibt es immer keinen Alkohol, weil der nichts trinkt, da ist nicht so lustig. Und so beeinflussen die Wesen in dieser vierten Dimension uns, dass wir ganz bestimmte Handlungen machen, die für uns schädlich sind. Oder wenn die Engel uns beeinflussen, dann ist es so, dass die uns auch zum Guten führen wollen. Aber die sind sehr, sehr dezent. Die mischen sich also nicht ein. Wenn jetzt unser Schutzengel neben uns steht und sagt oder sieht, wir machen im Prinzip einen riesen Blödsinn, dann steht er da und wartet und tut nichts. Und erst wenn wir sagen, bitte hilf uns, dass wir irgendwo aus dieser Situation rauskommen, dass wir erkennen, was los ist oder wie wir es verändern können, erst dann werden sie aktiv, wenn wir sie bitten. Und die Engel sind auch so feinschwingend, wenn die jetzt uns unmittelbar helfen wollen in einer Gefahrensituation, dann müssen sie sich so verdichten, dass in der vierten oder vielleicht sogar in der dritten Dimension irgendwas bewirken können. Aber das ist, wenn Sie sich vorstellen, so ein Engel, der ist ganz weit und frei und leicht und der muss sich plötzlich in diese Enge und Dichte hineinbegeben. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind in der dritten Dimension und Sie müssen plötzlich wie der flache Hans als Briefmarke irgendwo in eine zweidimensionale Welt hineinschlupfen, dann ist es, man spürt es schon, das ist irgendwie nicht angenehm. Und den Engeln geht es genauso. Wenn die aus ihrer Dimension in die vierte hineinschlüpfen müssen, dann müssen sie ganz viele Eigenschaften aufgeben, weil ja nur die Gesetze der vierten Dimension da wirken. Und das ist natürlich für uns dann gut, weil sie direkt auf uns einwirken oder besser oder stärker auf uns einwirken können. Aber für die Engel ist es nicht so schön. Darum habe ich auch den Urteilchenstrahler gemacht, dass die ein bisschen leichter haben, mit uns zu arbeiten. Ja, so viel zur vierten Dimension. Und das nächste ist dann die fünfte Dimension.